die Nasenkorrektur ohne OP hier bei einer jungen Frau. Man sieht hier die Problemzonen, das heißt, man sieht den Nasenhöcker, die Nasenspitze, und es muss eigentlich einen schönen geraden Verlauf geben. Und dafür gibt es die Unterspritzung der Nase mit Hyaluronsäure. Und nicht jede Hyaluronsäure ist natürlich dafür geeignet, aber auch nicht jeder Behandler ist dafür geeignet. Dafür sollte ein Mindestkriterium da sein, ein Facharzt für plastische ästhetische Chirurgie. Das alleine reicht natürlich auch nicht aus. Man muss natürlich erheblich viel Erfahrung in diesem Bereich haben, um Nervengefäße hier nicht zu verletzen. Sonst sieht es immer so leicht aus, wenn wir hier die Behandlung zeigen. Allerdings ist es natürlich in der Feinheit noch viel mit Details verbunden, die wir hier jetzt nicht ausführlich besprechen. Aber man sieht hier, wie einfach die Behandlung, wenn man es kann und wenn es richtig behandelt wird, schnell zu einem natürlichen Ergebnis führen kann.